Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight und zum zweiten Versuch der Adept Challenge mit Jane. Mit ihr hat es letztens ja auch nicht funktioniert. Mal gucken, wie weit wir heute kommen mit ihren drei Talenten. Die denn da nämlich wären. Frontal. Ich stelle mich in einen Schließschrank, das Talent lädt auf und dann kann ich aus dem Schrank springen und den Killer stunnen. Bin danach erschöpft. Selbstsicher. Sobald ein Generator angeht, egal ob das meiner ist oder ein anderer, hinterlasse ich für ein paar Sekunden keine Kratzspuren. Da ist ein Survivor. Zwischen den Bäumen. Und das dritte Talent von ihr ist Solidarität. Wenn ich selbst verletzt bin und ich jemand anderen heile, ohne Medkit, dann bekomme ich selber Heilungsfortschritt. Bin quasi schon zur Hälfte geheilt. Heroin? Oder hat das... Nee, das ist, weil sie dran sitzt. Ja, also ne, hab dann selber schon 50% Heilung auf meinen Balken. Und es dauert halt dementsprechend nicht mehr so lange, bis ich selbst hochgeheilt bin. Mal schauen. So, ihr seht unten, ich hinterlasse gerade keine Kratzspuren. Weiß noch gar nicht, was wir für einen Killer haben. Aber ich gehe mal, ich halte ein bisschen Ausschau nach Totems. Vielleicht fällt mir was in die Augen. Ich will aber gerne mal dort hinten hin einen Generator machen. Oh, in der Scheck ist der Keller. Dass wir uns nicht in irgendeine blöde Situation bringen, weil wir irgendwie alle Generatoren auf einer Ecke gemacht haben. Ich lass mal Feng retten. Eine Hexe. Vielleicht Line? Sie hatte Geline. Heißt zumindest, Lee ist safe. Ich glaube, sie hat die Scheck nicht getrappt, oder? Oder doch? Ist sie deswegen dann hinterhergerannt? Sie war ja auf dem Mähdrescher, die Hexe. Kate ist verletzt. Ist sie unten? Geil, jetzt ist hier bestimmt eine Falle. Okay, irgendwie haben wir sie rausbekommen. Ich habe kein Medikit mitgenommen. Ich bin jedes Mal so ein Dussel, wenn ich die Challenge spiele in letzter Zeit. Okay, wir haben im Zeppelin definitiv eine Kiste. Nein! Der heilt mich zwar nicht, der Schlüssel, aber... Das ist ein Schlüssel.
Also ich bin echt, jetzt seit ich die zweite Runde Adept Challenge spiele, ich vergesse immer irgendwie mehr Heilung mitzunehmen. Und das fällt mir mal erst auf, wenn ich es brauche. Und eigentlich quasi schon zu spät ist. So, ich heile sie zuerst, weil wir wissen, ich krieg automatisch Heilungsfortschritt. Shit. Ich wollte Great treffen. Im Keller ist leider RIP. Die Hexe jetzt her? Ich glaube nicht. Hinterlass keine Kratzspuren. Warum will sie springen? Okay. Ich glaube, das andere war ihr Mate. Und sie möchte nicht alleine weiterspielen. Oder der Killer hat gecampt. Aber gerade da, ich weiß, es ist ultra ätzend, wenn der Killer einen wegcampt. Aber gerade da sollte man sich nicht sterben lassen. Um den Mates noch eine Chance zu lassen, in der Zeit Generatoren oder so zu machen. Wo jagen die sich denn? Ich habe immer wieder kurz Herzschlag. Eventuell ist sie getrappt. Wir haben einen Schlüssel. Selbst wenn die Luke nicht bei uns jetzt ist. Oh mein Gott. Wir sind wieder durch die Luke und wir haben deshalb wieder die Adept Challenge geschafft. Es war absolut keine Glanzrunde von mir. Ich habe... Naja. Guckt euch die Punkte an. Ich habe nicht viel gemacht. Sie hätte Nöte gehabt. Es war echt eine doofe Runde. Aber wir haben die Adept Challenge geschafft. Ich kann ein Plus an Jayne machen. Wieder einer weg. Und ich habe einen Schlüssel mit rausgenommen. Ist auch nicht verkehrt. Warum auch immer. Irgendjemand muss die Kiste ja aufgemacht haben. Aber er oder sie, die haben einfach den Schlüssel da drin liegen lassen. In der Kiste. Vielleicht, um sich nicht zu opfern.
Weil natürlich ein Killer, der einen Schlüssel sieht, gern mal auf eben diesen Survivor geht, der den Schlüssel in der Hand hält. Ich habe ihn aber einfach mal mitgenommen. Ja. Wir haben die Adept Challenge mit Jane geschafft. Yes. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Überleben oder Killern in DBD. Schön, dass ihr immer dabei seid. Macht's gut. Tschüss.